aber allein. Ja, Leute, nach dieser zerstörenden Einleitung und dem exakt richtig geilen neuen Intro, was wir vom guten The Fabian bekommen haben, geht es jetzt los mit einem Podcast. Ich habe ein paar Dinge gesammelt, die ich mir aufgeschrieben habe, die werden wir abarbeiten und werden dann halt ein bisschen darüber plaudern. Ja, der Podcast auf diesem Kanal wird ja jetzt unregelmäßig kommen. Ich werde immer nur ab und zu mal halt, wenn ich genug Themen zusammen habe, was sagen und das in einen Podcast packen und dann euch so darüber informieren. Der neue Podcast wird sowohl als auch informativ sein, so dass ich weniger Infovideos machen muss und auch weniger Infovideos machen werde auf Gaming Chaos HD, weil ich auch eigentlich auf dem Kanal grundsätzlich nur Let's Plays hochladen möchte oder auch halt Sachen, die halt mit Spielen, Computerspielen im Allgemeinen zu tun haben. Und deswegen werde ich die Podcasts dann halt immer so ein bisschen dafür nutzen, euch Informationen zu geben, die noch ein bisschen weiter weg sind, wo ihr euch aber wenigstens dann schon mal drauf vorbereiten könnt. Da habe ich auch diesmal zwei, drei Sachen drin in diesem Podcast, die ich ansprechen möchte. Ja, jetzt aber genug zum Thema Podcast und ich habe jetzt auch schon genug Podcast gesagt. Podcast ist auch kein tolles Wort, was man andauernd sagen kann, weil ein Podcast, wenn ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lasst, Podcast. Hört sich auch recht scheiße an. Aber okay, gut. Kommen wir zum ersten Punkt, den ich auf meiner Liste stehen habe. Und das ist der Ersteller des Intros, das ihr gerade gesehen habt. Und das ist The Fabian. Den Kanal von ihm werde ich natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Der hatte mir das Intro gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, schon einen Monat her oder sowas. Ja, und deswegen erwähne ich ihn jetzt einfach mal. Der hat mir das Intro gemacht. Ging auch recht schnell. Ich glaube, 2-3 Tage hat er dafür gebraucht. Und dann hatte der mir das fertige Intro geschickt. Finde ich auf jeden Fall sehr geil. Ich hoffe, oder ihr könnt ja auch mal in die Kanalkommentare schreiben, was ihr davon haltet. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Und das wird jetzt halt auch mein Standard-Intro für meine kommenden Podcasts werden. Ja, wie gesagt, ich hatte ihm so ein paar Sachen gesagt. Die hatte mit reingearbeitet, auch mit der Musik und so. Und ich bin mit dem Ergebnis echt recht zufrieden. Deswegen schaut auf seinem Kanal vorbei. Ich werde seinen Hauptkanal in der Videobeschreibung verlinken. Das ist, glaube ich, ein Let's Play-Kanal. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich muss auch zugeben, ich war noch nicht auf dem Kanal drauf. Ich hatte auch über einen anderen Kanal mit ihm geschrieben, weil er noch einen anderen Kanal am Laufen hat. Soccer News Germany, glaube ich. Den hatten wir auch mal bei Hype vorgestellt. Aber wie gesagt, schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Lasst vielleicht auch einen Kommentar da. Und ja, so viel zu dem Thema des Intros. Dann das zweite Thema, was ich ansprechen möchte, ist das Let's Battle Community Projekt. Ihr fragt euch bestimmt, was ist da los? Die letzte Folge ist jetzt schon gut 3 Monate her. Was ist los mit dem Typen? Hat der Gurken gefressen oder so? Das Ding ist einfach, ich will auf jeden Fall an der Umsetzung ein bisschen rumschrauben. Und ich hatte mir ja ein paar Leute aufgeschrieben, die dabei sind. Es sind noch 9 Stück an der Zahl. Und ich denke einfach mal, dass die nächste Let's Battle Folge spätestens nächsten Monat kommen wird. Ich hatte euch ja auch gesagt, es ist nichts Regelmäßiges. Es wird dann halt immer ab und zu mal halt eine Folge kommen. Das Projekt ist auf jeden Fall nicht ausgestorben. Das gibt es noch, nur im Moment ist es halt ziemlich schwierig, da vernünftig was zu planen, weil ich im Moment jetzt halt auch mit Umzug und Internetprobleme und so weiter und so fort ein bisschen was zu tun habe. Und deswegen, aber das Kanal, Projekt gibt es noch, das ist nicht ausgestorben, auch alle Leute, die sich dafür beworben haben, ihr seid noch mit dabei. Also braucht ihr auf jeden Fall keine Angst haben und auch Leute, die jetzt den Podcast vielleicht noch hören sollten. Ich werde das erste Video auch in der Videobeschreibung verlinken, da wird auch ein bisschen was zu dem Prinzip erklärt. Wenn ihr da mitmachen wollt, dann schreibt mir eine PN, welches Spiel ihr mit mir battlen wollt und dann könnt ihr auch gerne da mitmachen. Ich setze euch dann auf die Liste. Wie gesagt, im Moment sind 9 Leute auf der Liste drauf und je mehr, desto besser, desto mehr Folgen kriegen wir dann auch hin. Gut, kommen wir zum nächsten Projekt, wenn wir jetzt schon bei Projekten sind. Und zwar Assassin's Creed. Ich habe es tatsächlich geschafft, Assassin's Creed komplett fertig aufzunehmen und auch
komplett fertig hochzuladen. Es kommen noch 4 Folgen und ich habe es so eingeplant, dass das große Finale von Assassin's Creed jetzt am Sonntag kommt. Das geht über 41 Minuten. Und was ich aber noch dazu sagen muss, ist, die ersten 30 Minuten sind mit Spielton und die letzten 11 sind ohne Spielton. Ich weiß nicht, was Fraps da gemacht hat. Keine Ahnung. Da war auf jeden Fall in den letzten beiden Aufnahmesessionen, hat der eine Zeit lang ohne Ton aufgenommen. Man hört meine Stimme, aber man hört keinen Spielton. Ehrlich gesagt ist es mir aber auch egal, weil, wie auch schon in dem Projekt gesagt, ich habe die Lust an dem Spiel verloren und deswegen wollte ich das jetzt nicht alles nochmal neu aufnehmen, weil ich es wirklich viel zu lange gemacht habe und mich schon viel zu lange damit rumgeprügelt habe und deswegen bin ich jetzt einfach nur froh, dass es beendet ist. Deswegen markiert euch diesen Sonntag dick, fett, rot im Kalender. Da wird wahrscheinlich so, ja, je nachdem, wann ich am Sonntag aufstehen werde, werde ich das dann kurz auf öffentlich schalten mit meinem Handy, weil ich am Sonntag nicht zu Hause sein werde. Und ja, macht euch mal so auf spätestens 12 Uhr gefasst am Sonntag. Da wird das große Finale von Assassin's Creed kommen. 41 Minuten hat der Part. Wie gesagt, die ersten 30 Minuten mit Spielton, die letzten 11 ohne. Gut, alles klar. Dann noch was. Sonstige Projekte und die Together-Projekte. Ich weiß nicht, ob ihr das Infovideo von Rifford B gesehen habt, welches ich aber auch verlinken werde in der Videobeschreibung. Ihr merkt schon, in der Videobeschreibung werde ich diesmal sehr viele Sachen verlinken. Vielleicht verzichte ich dann auch einfach mal auf meine üblichen Verlinkungen wie Twitter und Facebook und so weiter und so fort. Und zwar, der gute Rifford B und ich haben vor, jetzt in nächster Zeit ziemlich viel miteinander zu machen. Da wäre zu einem, wären die Sonntagsbattles. Wir werden einmal in die Woche, in der Woche werden wir uns einen Tag aussuchen, an dem wir aufnehmen, und dann kommt einmal in der Woche sonntags bei ihm auf dem Kanal das Sonntagsbattle. Das müsst ihr euch so vorstellen, der gute Rifford und ich werden uns einfach in irgendeinem Spiel battlen. Ob es jetzt für einen Computer ist oder für die PlayStation 3, das tut eigentlich nicht zur Sache. Wir werden uns halt ein Spiel zusammen aussuchen, werden uns dieses in der Videothek ausleihen für einen Tag oder für ein Wochenende halt, werden uns darin battlen, werden das aufnehmen, werden unsere vokalen Ergüsse, die wir dann zu diesem Let's Battle ablassen, auch noch dazu machen und schon habt ihr jeden Sonntag ein Let's Battle Video von uns. So hatten wir uns das auf jeden Fall vorgestellt. Dann gibt es ja noch ein Together, das Ende Juni startet mit dem guten Rifford B. Und zwar ist es Splinter Cell Conviction. Ja, wir haben halt überlegt, einige Leute haben halt bei seinen Videos von Docs Live drunter geschrieben, wo ich als Gastkommentator war, so ein Let's Play Together von euch wäre voll geil und so. Und da ich ja schon ein anderes Let's Play Together gestartet habe von Minecraft zum Beispiel, aber dazu komme ich dann später noch, haben wir uns dann halt für Splinter Cell Conviction entschieden. Und zwar wird das so laufen, dass ihr meine Sicht auf meinem Kanal sehen werdet und seine Sicht auf seinem Kanal. Also wir wechseln uns nicht im Aufnehmen ab, wir nehmen jeder gleichzeitig auf und laden dann jeder gleichzeitig unsere Parts auf unserem Kanal hoch. Ich denke mal, dass wir die dann auch am selben Tag dann hochladen werden. Sagen wir mal, dass sein Part kommt morgens und meiner kommt am selben Tag abends. Irgendwie sowas werden wir uns dann da wohl schon einfallen lassen. Dann kommen wir zum Left 4 Dead 2 Together, was ja im Sommer starten wird. Da steht allerdings noch kein fester Termin fest, weil ich ja jetzt auch erstmal Ende Juni, Anfang August einen Umzug und einen Auszug vor mir habe. Und deswegen kann ich euch noch nicht ganz genau sagen, wann es sein wird. Aber die beiden Kandidaten Russell und Ubiak LP, die stehen auf jeden Fall schon mal fest. Und wir haben auch vielleicht einen weiblichen Part dabei. Da hat der Yubi so ein bisschen eingelenkt und hat ein bisschen geguckt, oh, können wir das machen? Hat da mal nachgefragt, das wäre auf jeden Fall geil, wenn das klappen würde. Wer es ist, das sei hier noch nicht verraten. Aber ihr könnt euch da auf jeden Fall schon mal darauf freuen, dass wir einen weiblichen Part dabei haben werden. Und wie das da mit den Aufnahmen ist, wisst ihr ja, jeder der Leute, die mitmachen, nehmen eine Kampagne auf, genauso wie bei dem Left 4 Dead 1 Together. Dann das Minecraft Together. Ja, ihr merkt schon, ich rede jetzt gerade über sehr viele Togethers. Das Minecraft Together Staffel 2. Da steht noch kein richtiger Zeitpunkt zu fest. Ich habe auch vor, in der zweiten Staffel mit ein paar mehr Effekten und Videorumschneidereien und so weiter zu arbeiten. Wir haben ein fixes und festes Intro jetzt, was vor jede Folge kommen wird. Was ich euch aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass die zweite Staffel mit 2 Folgen in der Woche ungefähr ankommen wird, sprich am Anfang der Woche und zum Ende der Woche jeweils eine Folge.
Und der gute Jubi ist dabei. Und was ich euch auf jeden Fall auch schon mal sagen kann, ist, dass noch zwei weitere Leute dabei sein werden. Wir werden die zweite Staffel also mit vier Leuten insgesamt spielen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf einiges freuen. Wer diese beiden besonderen Gäste sein werden, das verrate ich hier noch nicht. Das werdet ihr dann in der ersten Folge sehen am neuen Intro. Und ja, so viel auf jeden Fall zu dem Minecraft Together der Staffel 2. Wie gesagt, es kommt wieder. Es steht nur noch kein Zeitpunkt fest. Und dann haben wir noch ein Together, was wir ansprechen möchten oder was ich mit euch ansprechen möchte. Ich habe irgendwie Sprachfehler heute. Kann das irgendwie sein? Naja, man weiß es auch nicht. Und zwar geht es um Dead Space 3. Wie ihr sicher mitgekriegt habt, wurde auf der E3 der Dead Space 3 Multiplayer Co-op, also nicht der Multiplayer, sondern der Co-op-Modus gezeigt, in 7 Minuten Videomaterial. Und der gute Rifford und ich haben uns halt einfach mal dazu entschieden und haben einfach mal gesagt, komm, das machen wir als Together. Sobald dieses Spiel draußen sein wird, werdet ihr dieses Together von uns beiden auf seinem Kanal finden, weil wir es von der Konsole aufnehmen. Weil Dead Space 3 werde ich mit meinem Laptop auf jeden Fall nicht spielen können. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das auf der PlayStation 3 zu machen. Er hat eine, ich habe eine. Und er wird es halt aufnehmen und es wird dann halt komplett auf seinem Kanal kommen. Ich werde die Videos halt auch in der Playlist auf meinem Kanal verlinken. Aber fürs Aufnehmen und alles und Rendern und so, da ist der gute Rifford B zuständig. Okay. Somit also so viel zu den ganzen Together-Projekten und so. Ich hoffe, ihr seid jetzt wenigstens einigermaßen informiert und im Bilde darüber, was ich euch noch alles hier geben würde. Und die Liste ist noch lange nicht abgearbeitet. Es geht nämlich direkt weiter. Und zwar geht es jetzt um meinen Kanalhintergrund. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich einen neuen Kanalhintergrund habe. Mein erster Kanalhintergrund auf dem neuen Kanal war vom guten Jubiek. Und dann hatte ich damals halt einfach mal den Reload angefragt. Reload TV. Kennt ihr vielleicht, ist auch in meiner Partnerbox, auf jeden Fall mal reinschauen bei dem guten Mann. Und habe ihm gefragt, ja, hey, hör mal zu, ich stelle mir das so und so vor und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Und ja, dann hat er gesagt, ja, kann ich machen, kann allerdings etwas dauern. Und ich, ja, ist kein Problem, mach dir da mal keinen Stress. Ich war ja auch mit dem neuen Kanalhintergrund, also mit dem Kanalhintergrund von Yubi ganz zufrieden. Und ja, dann am selben Abend hat er mir dann doch noch seinen Kanalhintergrund geschickt, was er für mich gemacht hat. Und ich habe es geöffnet und habe mir nur gedacht, verdammt! Verdammt! Was ist los mit dem Typen? Ohne Scheiß, was ist los mit dem Typen? Erstmal hat er die Sachen, die ich wollte, wirklich eins zu eins untergebracht. Und dann zweitens sieht es einfach aus wie eine göttliche Jungfrau, die vor euch auf dem Tisch sitzt und die Beine breit macht. Also echt ohne Scheiß. Ich habe meine Boxershort und meine Jogginghose zerrissen, weil ich ein Zelt aufgebaut habe in meiner Hose. An meine weiblichen Zuschauer, Entschuldigung, dass ich jetzt so ein bisschen verbal ausraste, aber ich war einfach total geflasht von diesem Kanalhintergrund. Und boah, es ist einfach nur geil. Ich werde seinen Kanal auf jeden Fall auch mal in der Videobeschreibung verlinken, weil da könnt ihr auch echt vorbeischauen, wenn ihr auf ein echt extrem richtig geiles Skyrim-Let's Play steht. Das macht der gute Mann echt wirklich geil und immer witzig und lustig. Und da bin ich auf jeden Fall auch Dauergast, was diese Kommentare auf jeden Fall angeht, wenn er mal Hilfe braucht oder zu irgendwelchen Hilfestellungen und so. Und vor allem das Geile ist wirklich an ihm, er hat jetzt vor kurzem hat er die 40er-Abonnentenmarke geknackt und jetzt auch noch die 50er-Abonnentenmarke und er geht immer noch wirklich auf seine Community ein und das muss man ihm hier auf jeden Fall auch mal neidlos anerkennen. Ist echt ein korrekter Typ. Ich habe so noch nicht viel mit ihm zu tun gehabt, also ich kenne ihn nicht privat, aber das ist genau wie bei Rifford B, also die beiden sind auf jeden Fall, nur so vom Hören her, sind die auf jeden Fall schon echt korrekt. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal auf dem Kanal von ihm vorbeischauen. Und vielleicht mal einen netten Kommentar hinterlassen. Die Betonung liegt auf einen netten Kommentar. Okay, so viel also zu dem Kanalhintergrund. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist Hype770, unser News- und Vorstellungskanal. Das werde ich jetzt ganz kurz abarbeiten. Da lege ich jetzt erstmal eine Pause ein bei Hype. Wie gesagt, ich habe im Moment viel um die Ohren. Ich arbeite auch im Moment daran, wieder meine Beziehung und meine in Anführungsstrichen gescheiterte Ehe wieder ein bisschen in Gang zu bringen. Und deswegen werde ich da erstmal bis voraussichtlich Ende August eine Pause einlegen.
So, dass wenn überhaupt irgendwas von mir kommen sollte, wie gesagt, auf dem Let's Play-Kanal kommen wird. Also bei Hype werdet ihr jetzt bis Ende August wahrscheinlich erstmal nichts mehr von mir hören. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar PNs schreiben, weil wir ja auch diese Interview-Sache ans Laufen bringen wollten. Da werde ich jetzt mit Hype die Tage auf jeden Fall auch noch mal ein paar Leute anschreiben, ob die vielleicht Interesse an einem Interview hätten, dass irgendeiner von den verbleibenden dreien, die dann halt noch da sind, ein Interview dann halt mit so einem Let's Player führt. Und aber von mir werdet ihr jetzt erstmal auf dem Kanal bis voraussichtlich Ende August nichts mehr hören. Ich werde vielleicht in den Kanalkommentaren und in den Videokommentaren noch ein bisschen aktiv dabei sein, aber Vorstellungen und sowas werdet ihr erstmal nicht von mir sehen oder nicht von mir hören. Gut, damit auch mit voraussichtliche Pause bis Ende August bei halb 77:00 zum nächsten Punkt. Und zwar bin ich von nächste Woche Montag bis nächste Woche Sonntag im Urlaub. Eine Woche Türkei. AI, am Pool chillen, Cocktails saufen, Shisha rauchen, türkische Jungfrauen rasieren, man weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich in der Zeit nicht erreichbar. Und zwar ist es vom 11.06. bis zum 17.06. Wahrscheinlich werdet ihr am 18. dann auch wieder Videos von mir sehen. Oder werdet ihr auch wieder Videos von mir auf eurem also auf meinem Kanal dann hochladen und ihr werdet die dann sehen. Aber das steht noch nicht fest. Fakt ist, dass ich in der Zeit vom 11.06. bis zum 17.06. erstmal überhaupt nicht erreichbar sein werde. Weder über die Kanalkommentare, Videokommentare, über Skype oder sonst irgendwas. Nur damit ihr da auf jeden Fall schon mal Bescheid wisst. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts. Noch zu meinen laufenden Projekten, wie es dann weitergehen wird, wenn jetzt am Sonntag Assassin's Creed abgeschlossen ist. Dazu zählen dann Resident Evil 3, womit es dann auch nach meinem Urlaub wieder weitergeht, genauso wie mit Dead Space, GTA Vice City und Super Meat Boy, wo auch heute schon die erste Folge von hochgekommen ist. Allerdings auch nur, weil heute ein Feiertag ist. Also auf jeden Fall in den meisten Bundesländern ein Feiertag ist. Und deswegen habe ich das einfach mal ein bisschen vorgezogen. Mit Super Meat Boy ist es halt so, dass es auch nach meinem Urlaub weitergeht. Und zwar kommt von Super Meat Boy jeden Freitag eine Folge, die so ungefähr 10 bis 12 Minuten hat. In den ersten beiden Folgen hatte ich die Auflösung noch nicht richtig eingestellt. Deswegen sind die ersten beiden Folgen, also die Folge, die heute online gekommen ist und die Folge, die dann übernächste Woche Freitag online kommen wird, noch mit einem kleinen schwarzen Rand. Ich habe aber im Voraus noch 2, 3 Folgen aufgenommen. Die sind dann auch wieder in HD-Qualität, sprich 1280 mal 720. Ja, so viel eigentlich dazu. Ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass ich jetzt wirklich noch so viel dazu sagen kann in diesem Podcast, dass ich den Podcast wirklich so voll kriege. Ich habe alle wichtigen Sachen abgearbeitet, die ich euch sagen wollte. Wie gesagt, vom 11.06. bis zum 17.06. bin ich komplett nicht da, weil ich mir da die Sonne auf den Wanst scheinen lasse. Und naja, wie gesagt, besagte Sachen wisst ihr ja schon. Und ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei dem Podcast. Ich hoffe, er war auch informativ für euch. Und ich würde einfach mal spontan sagen, wir hören uns in den nächsten Freitag, Samstag, Sonntag, 3 Tagen bei den letzten 4 Folgen von Assassin's Creed wieder. Und ansonsten wünsche ich euch, wenn ihr habt, noch eine schöne nächste Woche. Wenn ihr selber Urlaub habt, dann auch einen schönen Urlaub nächste Woche. Und wir hören uns dann in 2 Wochen ganz genau wieder, wenn ich wieder aus dem Urlaub da bin und braun gebrannt bin und voll durchtrainiert wegen Türkei, weißt du. Alles klar, Leute, ich bedanke mich echt und nochmal vielen Dank an mittlerweile 37 Abonnenten, glaube ich. Es geht echt verdammt geil schnell mit dem neuen Kanal. Danke, dass euch meine Videos gefallen. Danke, dass ich euch so mit meinen Videos unterhalten kann. Und ich werde auf jeden Fall alles dafür geben, dass meine Qualität noch ein bisschen besser wird und dass ich euch auf jeden Fall immer gut unterhalten kann. Echt danke dafür. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Allen anderen Leute, die ich erwähnt habe, vielen Dank dafür, dass ihr mich bis jetzt so unterstützt habt und mich auch hoffentlich weiter unterstützen werdet. Das hört sich an, als würde ich mich gerade verabschieden, aber das tue ich nicht. Es ist ja nur für eine Woche. Und deswegen werde ich das Video jetzt auch einfach abrupt beenden. Also bis dann, Leute. Ciao. Das war so ein schwules Ende. Jetzt mal ehrlich. Kakaobohnen sollte man niemals so kauen.